Was Kanadamarkt zum Wochenanfang? Schauen wir uns doch mal an. Der DAX, der hängt immer noch unter seinem Allzeithoch. Wir sehen, das hier ist die ehemalige Hochmarke, diese dünne schwarze Marke. Und da sind wir noch darunter. Wir hängen noch voll fest in diesem Widerstandsbereich, knapp oberhalb des Allzeithochs. Und in Wirklichkeit sei schon, aber aktuell hat der Markt nicht die ganz große Ambition, das Ganze zu reißen. Wir sehen, seit Freitag ist der Markt tendenziell hängend, nicht wirklich dramatisch, aber zumindest mal abwärts gerichtet und nicht wirklich überzeugend. Das sollte niemanden wirklich stören, denn auf der anderen Seite sehen wir, dass die Abwärtsbewegung zwar da ist, aber wir haben ja immer wieder mal Abwärtsbewegung im Markt, gerne so eine ABC-Form. Das kann sein, dass wir das hier noch kriegen. Aber das wäre noch nicht Drama, solange der Markt eben jetzt nicht beschleunigt nach unten geht. Und im Moment zumindest mal haben wir ja noch keine Anzeichen dafür, dass das der Fall sein sollte. Insofern eigentlich alles noch positiv. Warten wir mal ab, bis diese Korrektur ein bisschen an Fahrt verliert. Als Idee dafür, wer jetzt sagt, ich kann es nicht abwarten, ich muss wieder long gehen, wäre natürlich die Überlegung zu gucken, wo sind so die Tiefs, wo sind die Zwischenhochs, und dann kann man sich überlegen, an solchen Stellen auch mal eine Long-Position eben einzugehen, wobei die Ziele jetzt im Moment ja nach oben in so einer Fortsetzung immer ein bisschen offen sind. Aber ich sage mal so 13.600 in etwa hier mit der Allzeithochmarke. Beziehungsweise so oben hier haben wir noch bei 13.700. Das wären sicherlich so Zonen oder Bereiche, wo der Markt locker mal hingehen könnte. Das ist ein sehr einfacher Ansatz zugegeben, aber wer dann noch dazu eine Art Trailing Stop implementiert, der kann wahrscheinlich Spaß daran haben, denn wenn der Markt dann wirklich läuft, super, wenn er nicht läuft, zieht dieser Mechanismus ja irgendwann zu und dann hat man vielleicht noch Minus, aber vielleicht auch ein kleines Plus, aber zumindest mal nicht mehr so einen vollen Drama-Trade, dass man hier voll Sorge sein muss. Wenn man sich die amerikanischen Indizes parallel mal anguckt, dann sehen wir, dass wir hier seit Freitag ja noch sehr zügig nach unten unterwegs waren, jetzt nach oben kommen und wir sehen im kleinen Bild, dass das sehr uneinheitlich ist. Wir haben starke Bewegungen in diese Richtung, wir haben starke Bewegungen in die, wir haben starke in die, wir haben starke. Also der Markt weiß noch nicht so richtig, wohin mit seinem Ei. Also insofern ist es schwer, an dieser Stelle jetzt da eine Trading-Situation heraufzubeschwören. Wir sind da, was das angeht, etwas zurückhaltend. Was ich mir vorstellen kann, im sehr kurzfristigen Bereich, für die ganz kurzfristigen, wenn wir dann so irgendwie was dann sehen nachher, dann hier nochmal eine Long-Position mitzunehmen, wenn es denn kommt. Trotz alledem, so ein Bild wie hier, wie wir es im Stundenchart sehen, würde eigentlich gut dafür sprechen, dass wir nochmal so eine Abwärtsbewegung hier eben bekommen. Und von dort ausgehend haben wir eine Chance, dass der Markt dann nach oben weggeht wieder und dann tatsächlich neue Höhen wieder anstrebt. Viele haben die 30.000 auf dem Plan. Sie ist auch gar nicht so eine unscheinbare Marke. Also nicht nur, weil sie toll klingt, sondern weil sie charttechnisch, sagen wir mal, auch noch mit einigen Widerstandsmarken ausgestattet ist und der Markt sich im Moment unterhalb dieser Widerstände bewegt und dementsprechend die Chance nicht schlecht ist, dass der Kurs dahin läuft. Allerdings, wir sehen das oben auf Tagesbasis, das ist ebenfalls noch sinnvoll, denn wir sind sehr weit gelaufen schon, ein Rücksetzer, und das wird beides ist sinnvoll. Was passieren wird, wird in dieser Kiste mehr oder weniger entschieden. Das ist so eigentlich der Punkt, wo man sagt, hier muss man drauf gucken, kriegen wir solche Bewegungen oder kriegen wir solche Bewegungen intern, wenn man mit der Lupe drauf guckt. Das sieht man vielleicht nicht auf Stunde, vielleicht auf 15 Minuten, 5 Minuten Basis. Da wird das Ganze entschieden. Vorausgesetzt natürlich, der Kurs kommt da erst nochmal hin. Es kann ja sein, dass wir vorher das hier nochmal bekommen. Das wäre nicht auszuschließen. Aber im Moment das Ganze noch ein bisschen unentschieden. Das sehen wir auch, wenn wir uns mal hier auf kleinen Zeitebenen den S&P angucken, zum Beispiel ebenfalls noch nicht so wirklich der Burner, die Bewegung. Auch der Nasdaq ebenfalls noch so ein bisschen abwärts ist doof wegen der Kursüberschneidung. Aufwärts ist aber auch noch nicht so richtig der Burner. Also bei diesen Märkten ist aufwärts fast schon besser. Trotz alledem, wenn der Kurs nicht mehr runterkommt, ist ja cool. Oder wenn er eben nur ein bisschen runterkommt, ist es ja auch cool. Denn wir wissen ja über die Zwischenmarken, da bleibt die Mechanik fast immer die gleiche, wären typische Einstiegsmarken. Wer dieses System nicht so 100% auf dem Plan hat, aber das nochmal ganz konkret irgendwo sehen will. Wir haben bei Gold gerade eine aktuell interessante Situation. Wir sind ja hier oben in der Widerstandszone, die haben wir öfter schon mal angesprochen, in einer von mehreren. Und wenn wir uns das Ganze hier im 5 Minuten, nee, Entschuldigung, im 30-Minuten-Chart angucken, sehen wir die sehr steile Abwärtsbewegung und die sehr schwache Aufwärtsbewegung, die wir hier hatten. Und das
spricht doch schon einigermaßen Bände für die Abwärtsseite. Wenn wir getriggert werden, wäre das für uns sogar ein tatsächlicher Short. Hier waren die Hochs, das Tief dazwischen, beziehungsweise streng genommen sogar das hier unten. Aber da bin ich der Meinung, kann man durchaus das nehmen. Das macht auch punktmäßig jetzt nicht wirklich viel aus, ob man sich für das eine oder andere entscheidet. Aber das wäre der Trigger für die Short-Seite, um dann Ziele irgendwo hier unten zu erwarten. Ich glaube, das ist ein atypischer Trade, ein typisches Setup und spiegelt in etwa die Stimmung, die der Markt im Moment hier hinzeichnet, wieder. Das ist nicht gesagt, dass wir vielleicht doch nochmal vorher nach oben kommen. Dann würden wir natürlich, wenn wir ein neues Zwischenhoch bekommen, dann hier dieses Tief nochmal als Einstieg nehmen können, weil wir ein neues Zwischenhoch haben. Dementsprechend rutscht dann der Einstieg dann auch eine Stufe weiter. Im Finanzkalender heute ist nicht so arg viel auf dem Plan, am Nachmittag zumindest mal nicht. Wir hatten heute Vormittag Daten aus Großbritannien, die haben ja schon ihre Wirkung hinter sich sozusagen. Heute Nachmittag ist da nicht so arg viel. Wir haben noch mal so ein bisschen Business Investments. Wer also irgendwas mit Pfund handelt oder Aktien aus dem UK-Bereich, der könnte da noch mal drauf gucken. Ansonsten haben wir nicht wirklich ganz stark relevante Daten. Wir sehen das hier am Farbcode schon. Montags typischerweise haben wir das nicht aus Amerika. Also wir können damit rechnen, dass zumindest von der Seite aus Ruhe ist. Aber wer weiß, was sonst heute noch alles an Nachrichten aufschlagen. Also es ist nicht unrealistisch, dass da noch der ein oder andere Tweet oder sonst irgendwie was eben kommt und dementsprechend da den Tag versüßt oder eben versauert, je nachdem, auf welcher Seite man sich da eben befindet. Abschließend nochmal ein Blick auf den Euro. Der Euro im kurzfristigen hat sogar ebenfalls eine Chance, ähnlich wie Gold hier die Abwärtsseite zu fahren, weil im 5-Minuten-Chart ist sehr, sehr kurzfristig jetzt Schub runter, wackelig nach oben, finde ich normalerweise cool. Allerdings müssten wir hier schon anpassen, denn der Kurs ist schon weitergelaufen, denn das ist das letzte Hoch. Der Einstieg bleibt allerdings jetzt hier, nämlich letzte Hoch, vorletzte Hoch, das Tief dazwischen als möglicher Trigger. So, in diesem Sinne, das sind ein paar Ideen, was man umsetzen kann, ein paar Sachen, wo man drauf gucken kann. Ich hoffe, dass es für alle heute einen guten Wochenstart gibt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen dafür und morgen sehen wir uns wieder. Und wer will, kann sich mal angucken. Trade to go. Einfach mal draufklicken, mitmachen. Nachrichten wie diese hier zum Beispiel unser Gold-Trade, was wir da gerade angeboten haben, oder hier das, was wir zu Euro haben, live aufs Handy, damit man nicht abwarten muss, bis hier auf YouTube bzw. auf finanzmarktwelt.de dann das Video dann zu sehen ist, sondern dass man das direkt aufs Handy bekommt, dann kurz nachdem es vielleicht akut ist. Also dementsprechend die Einladung an Trade to Go teilzunehmen. In diesem Sinne, alles Gute.